Meine lieben Drachentöter-Freunde, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Dragon's Dogma. Und wir stehen hier bei der Heilquelle, weil wir den Greif nicht finden. Das ist ziemlich doof. Hatte ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich weiß leider nicht, woran es liegt. Kann ich euch nicht sagen. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob wir noch einen anderen Auftrag haben, der hier in der Nähe ist. Beweislast. Bezwingt 10 Geoechsen. Das Böse unter der Erde. Asche zu Asche. Zyklopenplage. Die Schergen des Todes. Seevögel. Ja, okay. Gegen Wegpunktmarkierung. Beschafft Medaille der Schwüre. Okay, wo soll das sein? Wir gucken auf die Karte. Das ist doch hier. Dingensbummens. Okay. Gut. Hallo Bambi. Nein. Wir lassen die Bambis in Ruhe. Und wir... Mist, sorry, falsche Taste wieder. Wir reisen mal zurück. Ewiger Reisestein benutzen. Und Klippen vom Bata. Nein, 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 da wollen wir nicht hin. Wir wollen Meeresbrisenfahrt. Ja, Cassades. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Denn die Aufgabe sagt, dass wir da hin sollen, glaube ich. Oder? Ja, guck mal, wir haben hier eine Markierung. Dann wollen wir mal reingehen. Und mal gucken. Müssen wir das kaufen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Ja, ich mag die Musik auch sehr hier. Das stimmt schon, das ist echt cool gemacht. So. Scheint hier in dem Haus zu sein, ne? Warte mal. Kommen wir da irgendwie rum? Ja. Fischerhaus. Großer Fisch. Aber ich glaube... Oh, sammeln. Was ist das? Leere Schriftrolle. Toll. Warte mal. Wir gehen mal ein bisschen höher. Vielleicht. Guck mal, hier kann ich auch was sammeln. Hier gibt es wahrscheinlich Wasser. Aber ich will das jetzt nicht mitnehmen. Da haben gerade die Glocken geläutet. Habt ihr das gehört? Ich habe mich gerade erschrocken. Was bedeutet das? Ist das ein gutes Zeichen? Warte mal. Ne, hier sind... Shit. Bin ich runtergefallen. Da drüben müssen wir hin. Hier ist eine Ruine. Ah, okay. Oh. Autsch. Ja, müssen wir noch mal hochlaufen. Holy. Ah, das tat weh. Oh. Okay, nochmal das Ganze. Aber wir kennen ja den Weg. Ich hätte das schon gerne gewusst. Okay, andere Seite. Hier kann man nicht rein, ne? Doch. Kann man auch. Festtagskuchen?
Flasche mit Wasser. Ja, nee. Ich glaube, das ist oben. Oh, warte mal. Wir gucken uns mal ein bisschen genauer um jetzt. So. So, gehen wir hier wieder hoch. So, und wenn ich jetzt hier hochspringe, bin ich quasi... Okay, wir haben Geld bekommen. Ich habe keine Ahnung wofür. Da. Medaille der Schwüre. Nummer 1. Auftrag gemeistert. Okay. Aber wofür ist das jetzt? Da hätte ich mir jetzt eine Erklärung gewünscht. Neu. Ah. Ein Abzeichen, das ein mysteriöses Licht von sich gibt. Ähnliche Abzeichen können an anderen Stellen in Granzis gefunden werden. Aber wofür ist das? Wenn das von euch jemand weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich habe das jetzt zwar besorgt. Ey, die Kiste hat gerade gewackelt. Habt ihr das gesehen? Na, okay. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. So, jetzt gehen wir hier rein. Estellas allerlei. Ja, Waffen und Waren. Da bin ich hier genau richtig. Ich müsste lügen. Wollte ich behaupten, der Drache hätte mir keine Angst eingejagt. Aber es steht nirgendwo geschrieben, dass wir alle mit Gewissheit verloren sind. Nur weil er erschienen ist, oder? Ja, erstmal gucken wir, was sie so im Angebot hat. Luftdichte Flasche. Das sind Werkzeuge, ne? Flasche mit Wasser, Giftpfeil, Blendpfeil, Schlafpfeil, Ölpfeil. Okay. Materialien. Da. Aber die wird keine guten Waffen für uns haben. Glaube ich zumindest nicht. Nee. Kopfbedeckung vielleicht. Irgendwas? Nee. Brust, Reisehemd. Gestepptes Wams. Lederjacke. Nee. Arme. Nee, unsere Sachen sind, glaube ich, alle besser. Ist ja auch das Anfangsgebiet hier, ne? Das wird uns so nicht weiterbringen. Aber ist auch nicht schlimm. Ich wollte eigentlich auch verkaufen. So, pass mal auf. Heilung erstmal nicht. Ja. Da haben wir einen doppelt. Den können wir verkaufen. Silberring. Ja, oh, magische Abwehr. Nee, komm, hau weg. So, Oberbekleidung haben wir nicht. Beine haben wir nicht. Arme, Körper, Kopf. Waffen. So. Purpurzähne. Goldener Rabenschnabel. Können wir nicht tragen. Gibt 182.000 Gold. Weg damit. Waldbogen. Hauen wir auch weg. Purpurzähne. Weg. Sonstiges. Erlöserabzeichen. Werkzeuge. Heilung. Strategien. Skelette. Flasche mit Öl. Tonkrug. Weg damit. Kienspan. Ja. Okay. Haben wir sonst noch was? Sauberer Lappen. Können wir weghauen. Die finden wir auch sehr, sehr häufig. Fauliges Ambrosiafleisch. Oh, ganz schön schwer sogar.
Polarpilz. Hartknollmilch, Gabe, stark, Lattich. Ein enormes Maß an Gesundheit wiederherstellen. Nee, das behalten wir. Gammelige Beerenfrucht. Na gut, wenn sie vergammelt ist, dann brauchen wir die nicht mehr, ne? So, fauliges Beaststeak. Gammelige Möhre. Weg damit. Flüssiger Elan. Saures Bestienrippchen. Weg damit. Gammeliger Ab. Ey, wir haben so viel Kram, ne? Kräuterbier, Beerenfrucht, die ist noch gut. Eichenblattöl, großer Fisch. Haben wir gerade geklaut. Gleich mal verkaufen. Und unser Dieb ist gut hier. Okay. Ja, danke. So, jetzt gehen wir wieder raus. Und gucken mal, was wir noch für Aufträge haben. Geflügelter Räuber. Habüschel. Bezwingt 10 Hirsche. Ah ja, okay. Hätten wir Bambi doch killen müssen. Beweislast. 3 Golems, die letzte Schlacht. Sucht beim befleckten Berg nach dem Drachen. Namenloser Schrecken, Chorgesang der Hölle. Beschafft 20 Suchermedaillons. Eieieiei. Auf den Geschmack gekommen. Ach hier, guck mal jetzt. Medaille der Schwüre 2. Okay. Karte. Okay, das ist sogar hier, oder? Täuscht das. Fischerhaus. Sind die jetzt alle hier? Geraldo. Schönen guten Tag. Lass dich nicht stören. Ich durchsuch nur deine Bude. Mal gucken. Also sehen tue ich es nicht. Interessant. Jetzt sag nicht, das ist auch wieder auf dem Dach. Ah, könnte sein, ne? Oder vielleicht hier. Ines Taverne. Okay, warte mal. Wir gehen mal hoch. Mal gucken, was wir hier finden. Okay, hier ist eine dicke, fette Truhe. Strategien, Echsen. Okay. Aha. Da ist es. Cool. Ja, da muss man tatsächlich ein bisschen suchen, ne? Okay, suchen wir das nächste, wa? Wenn wir schon mal hier sind. Nummer 3. Karte. Ist auch hier. So wie das aussieht. Fischerhaus. Okay, cool. Yippie. Hier ist eine Truhe. Hanf. Okay. Zack. Ich finde das voll cool, dass man hier über die Dächer jumpen kann, ne? Hab ich das schon gesagt? Das macht voll Spaß. Glückbringende Perlen. Oh. Okay. Na, komm. Lass mich darauf. Ah, geht nicht. Schade. Das wäre jetzt cool gewesen.
Na gut, gehen wir hier runter. So. Und dann müsste hier hinten gleich... Aha. Alter, wir Klettermaxe. Geldbeutel. 1000 Gold. Wir werden reich, Freunde. Wir werden reich. So. Und hepp. Hier geht's weiter. So, jetzt sind wir beim nächsten Gebäude. Ja. Und hier ist wieder eine Kiste. Getrocknete Kräuter. Okay. Die Kisten werde ich jetzt natürlich nicht kaputt machen, weil ich die gut benutzen kann als Podest quasi. Da. Da haben wir das dritte. Nice. Natürlich war es im Vogelnest. Diebische Elster und so, ne? Kennt man, ne? So, Aufträge. Aus anderen Himmel. Okay. Zack, Karte. Okay, geht da hinten weiter, alles klar. Oh, jetzt hatte ich gerade Angst. Guten Tag. Your travels ever take you far north of here? Leaves. Eure Reisen führen euch stets gen Norden. They say past the mountains there's a path to the mainland. Hope to see it for myself someday. Man sagt, jenseits der Berge führe ein Pfad ins Landesinnere. Ich hege die Hoffnung, es eines Tages selbst zu sehen. Ja. Zudem erzählte Vater von Drachen, die gleichsam das Landesinnere angegriffen haben. Ja, da könntest du recht haben. So, aber... Huch. Wir müssen... hier hoch. Quasi zum nächsten Gebäude. So. Okay. The people of Cassidus always held their meetings in the chief's room. Ja, jetzt bin ich gespannt, wo das hier sein soll. Ich springe hier mal runter. Okay. Was haben wir hier? Amulett des Eroberers. Auch nicht schlecht. Seelenheil. Wolkenwein. So, aber wo ist jetzt... Guck mal, das sieht hier unter uns aus wie eine Höhle. Ich bin mal mutig. Ja, es ist eine Höhle. Cool. Da. Medaille der Schwüre. Sauber. Kann man das lesen? Steht hier irgendwas drauf? Nee, ne? Na gut. Dann das fünfte. Wo ist das? Da hier. Oh, da müssen wir raus. So wie es aussieht. Alles klar. Ich spring mal hier vorsichtig runter. So, Waffen können wir wegpacken. Uns wird hier keiner... Uns wird hier keiner angreifen. Okay. Ja. Alles klar, dann gehen wir raus. Und folgen mal dem Weg. Obwohl, wir könnten eigentlich, könnten wir auch mal eben rasten, ne? Dann ist es wenigstens wieder hell, dann sehe ich auch gleich besser.
Pablos Gasthaus. Gerüchte besagen, der Drache habe den Berg verlassen. Selbst wenn ich mein Geschäft des Drachen wegen aufgeben würde, könnte ich mich in der Welt da draußen nicht lange halten. Habe nie etwas anderes gelernt, als Gastwirt zu sein. Ja, ich möchte mich ausruhen. Bis zum Morgen. Jupp, danke. Im Hellen ist es besser. Ja, ich weiß ja auch, dass der ein oder andere von euch übers Handy guckt. Und da ist es, wenn es dunkel ist, halt nicht so schön. Deswegen passt das schon. So, ja. Okay, wir haben wieder ein bisschen Wissen bekommen. Okay. Sie hat was mitgebracht. Okay, dann zeig mal her. Was hast du denn Schönes für uns? Okay, neue Techniken hat sie gelernt. Das ist gut. So, aber wir gehen jetzt. Wir haben zu tun. Tschüss, Pablo. Jo. Guck mal, ist noch nicht mal ganz hell. Aber wird gleich hell. So. Dann gehen wir mal raus. Und dann gucken wir, wo das nächste denn ist. Wir folgen einfach mal dem Weg. Not even the saltiest fishermen venture far from shore, I hear. Ah ja. Okay, warte mal, ich guck mal eben auf die Karte. Ich kann das gerade nicht einordnen, wo das sein soll. Oha. Da hinten ganz. Eingestürzte Versammlungsraum. Gut, dann reisen wir nach Gran Soren zurück mit einem Reisestein. Da. Wir benutzen. Gran Soren. Okay, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Wir gehen hier raus. Ich glaube, das ist der schnellere Weg. Hier schön übers Feld. So, und dann sind wir auch schon draußen. Zack. Die Frage ist, was ich für den Abschluss bekomme, wenn ich alle gesammelt habe. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwas Besonderes ergibt. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin interessiert. Ich würde das schon gerne gemacht haben. Deswegen nehmen wir das jetzt auch in Anspruch. So. We'll find a vantage to fire down on our foes from atop the wall. Armed rogues. Oh. Angriff. Don't worry. Wie immerhin. Ist immer dieselbe Stelle hier. Ruhe ist. Pong. Der hat gesessen. Okay.
Jawohl. Kleiner Geldbeutel. Ah, Kacke. Ist er ausgewichen. Gut gemacht. So, weiter geht's. Der eingestürzte Versammlungsraum. Kleine Nuss. Okay. Ja, das Ding wird wahrscheinlich oben sein, ne? Hübscher Stein. Warte mal. Lass mich mal von außen gucken. Ob wir da irgendwie raufkommen? Ja, vielleicht. Was ist das? Na? Komm her. Kann ich das runterschießen? Warte mal. Schwierig. Kienspan, was ist das hier? Große Nuss. Leere Flasche. Oh, warte mal. Nein. Komm ich nicht hoch? Der springt leider nicht an die Kante hier. Das ist voll doof. Na komm. Lass mich doch rein. Kienspan. Hä? Komisch. Das ist komisch, echt. Warte mal. Hier ist auch nichts, ne? Nee. Okay, wir gehen mal hier lang. Komme ich hier vielleicht hoch? Kann ja sein, dass ich das nur runterschießen kann. Quasi. Irgendwie, aber... Okay, warte mal. Vielleicht mit Anschwung? Nee. Oh, das gibt's doch nicht. Ich will da hoch. Hallo. Ergreifen. Oh, jetzt hab ich sie gegriffen. Oh, ist das eklig. Okay, warte mal. Ah, okay. Schade. Warte mal. Ah, fast. Ich war fast dran. Habt ihr gesehen, oder?
Ah! Der greift das Ding nicht. Okay, warte, warte, warte. Mal eben Ausdauer regenerieren. Zu spät. Okay, warten kurz. Man muss da doch irgendwie raufkommen. There may be order of use inside. Vielleicht finden wir drin was Nützliches, ja. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Hier ist nix. Ich hab doch schon geguckt. Aber warte mal. Ich hab eine Idee. Wir können doch Gegenstände tragen, ne? Wenn wir vielleicht eine Kiste oder sowas finden. Guck mal, hier ist ein Stein. Don't worry. I am here. Warte mal kurz. Kann ich mich da draufstellen? Nee, ne? Oh, ich hing gerade dran. Oder auch nicht. Okay. Guck mal, da vorne ist eine Hütte. Lass uns mal gucken, ob wir da eine... Oh, Killaball! Ob wir da eine Kiste finden. Hold on. Da, da sehe ich schon was. Wenn wir die irgendwie getragen kriegen, dann wäre das geil. Ja, guck mal. What's that? Knarz, 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 knarz. So, dann stelle ich mir die jetzt hier hin. Geht trotzdem nicht. Okay, warte mal. Vielleicht von hier? Nee. Ach Mann, oh! Ich will diese Medaille haben. Ah, das gibt's doch nicht. Hold on. Guck mal, hier sind noch mehr Kisten. Probieren wir es mit einer zweiten. Knarz, knarz, knarz. Okay, stapeln geht wohl nicht, wa? Ah, eklig. Ich will da hoch. Habe ich vielleicht sogar was übersehen? Kann das sein? Hold on. Warte mal. Das Ding ist bestimmt auch... Bestimmt auf dem Kamin, kann ich wetten. There may be order use inside. Warte mal. Please don't overdo it. Nicht, dass da irgendwie so eine Leiter dran ist, oder? Nee.
Oder muss ich vielleicht mal eine Lampe anmachen? Ein bisschen Feuer? Warte mal. Da. Laterne. Öl nachfüllen. So. Benutzen. Ja, das Licht ist nett, aber bringt uns auch nicht weiter. Komisch. There may be out of use inside. Ich sehe hier auch nichts. Trotz Licht. Das ist echt merkwürdig. Da nicht hoch. Okay, Freunde, da muss ich jetzt aber mir noch mal was einfallen lassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich was falsch mache, beziehungsweise dass mir vielleicht auch was fehlt. Please don't overdo it. Liegt da was? Ey, ist das komisch. Nee, der greift da die Kante nicht. There may be out of use inside. Das kann ich nicht kaputt machen. Das auch nicht. Ne. Komme ich nicht hoch. Okay. Anscheinend bin ich zu doof dafür. Für dieses kleine Rätsel. Müssen wir mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge gelöst kriegen. Meine lieben Freunde, wir machen hier erstmal ein kleines Päuschen und sehen uns aber bald mit einer neuen Folge wieder. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag und wie immer, tschö mit Ö.